The power of the dark side, 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 side. Nein, er hat was abgerissen. Das war ich. Oh Gott. Ich mach gerade, einen Durchgang, damit ich hier das Zeug zuklatschen kann. Vielleicht fällt die Base noch offen ist. Wir brauchen nicht für Durchgang, okay. Ich hab schon zugebaut gehabt. Was? Und war aber innen. Was? Sarodin. Handbau für jeden. Machst du gerade, ich weiß. Ja, anderer Fabricator. Ja. Oh Gott. Oh Gott, diese Lücken. Scheiße. Aber Pfeile kriege ich nicht genug zusammen. Was brauchst du für weitere Pfeile? Was brauchst du? Polymer. Hey. Das wird eng, okay. Roter Tropf da drüben, aber das ist nahe der anderen Base. Ich hab Polymer. Der Terizino ist ja mittlerweile wieder voll. Ah, das geht. Alle Tiere, die jetzt angeschlagen sind, bitte mal zusammenkuppeln, dass wir das mit dem Schwein mal heilen können. Ja, unbedingt. Die nicht angeschlagenen bitte mal weg. Oh, geil, ey, das funktioniert ja einwandfrei. Ah, oh, cool, rückwärts laufen kann ich jetzt auch nicht mehr. Das Viech muss weg, genau. Oh je, genau, jetzt muss ich vor. Mach's vielleicht nicht direkt innerhalb an der Base. Man muss noch hochkommen. Ja, Entschuldigung, ich muss mich erst hinstellen und dann kann ich mich drehen. Der Schwanz muss weg. Das habt ihr wieder gern. Ja, ey, aber die Reichweite passt. Also, ich hock mich mal auf das dicke Ding. Wer hat jetzt eigentlich so viele Raketenwerfer gecraftet? Die waren schon vorher gecraftet, ich glaube schon war ich das, oder? Ich habe zwei für jeden gemacht. Okay, bist du? Das 16 Stück. Wenn du achtest, dann hast du keine Raketenwerfer benutzt. Ich fetz mal das Schwein hoch. Keiner hat das Schwein bisher gelevelt. Geil, ey. Setz ich mich drauf. Kann mal bitte jemand schnell ein bisschen Fleisch besorgen für das Schwein? Also ich zähle 23 Raketenwerfer. Ich hab mir zwei genommen, wenn das ist. Und Teile von uns haben sogar schon ein. GG. Hey, warte mal, stopp mal. Haben wir auch Raketen? Nee, 18. Nicht mal für jeden Raketenwerfer ein zur Zeit. Jeder hat zwei Raketenwerfer, jeder hat eine Rakete. Ja, du musst halt zuschlagen können und stellt dir die Flo so hinter sein Bild, seinen Schwanz in die Base steckt. Ja, Papa. Oh, und rechte Smithy ist noch, sind noch ein paar von diesen Hatchframes von den großen. Kann die mal jemand um die Base, an der Base irgendwo platzieren, dass wir dann noch Turrets draufkriegen? Wir haben 20 Fabricated Sniper auf Lager. Finde ich nicht zu viel, ganz ehrlich. Grenzwertig. Also wir haben bei weitem nicht so viel Munition, glaube ich. Der Schwein also fühlt sich langsam wohl mit seinen fast 24.000 Nahrung. Okay, wir müssen uns jetzt mehr um Munition kümmern als um das andere. Weil die ganzen Turrets oben bestehen und wir haben keine Munition für die. Die ganzen Waffen haben auch alle keine Munition. Und wo die ganzen Turrets sind, weiß keiner. Ja. Schaut mal alle Tiere durch, vorsichtshalber. Ja, mach das. Ist das überhaupt und, nötig? Und guck mal aufs Dach, wie viele Turrets da stehen. Ich hab schon gezählt, 26. Vielleicht hätte ich auch mehr erzählt, aber ich glaub's nicht. Ja. 26 plus 9. 50. Sind wir bei 35, also fehlen noch 15. Ja. Und die paar, die sich hier so vereinzelt gerade auffinden, sind glaube ich nicht die, oder? Nein. Die hat wohl irgendwer später. Rex ist so still gerade. Er hat wahrscheinlich irgendwie 20. Hast du die Tore dabei? Warum? Also, weil sie vermisst werden. Ja.
Ich höre, dass ein paar Rasse keine sind. Nee, oh, stört gleich die ganzen Viecher, weißt du das? Ach, ja, ich bewusstlos, weil ich keine, weil ich Lust hab, bis aus. Ich mach den Eck weg, unbegehbar. Gut, mach das. Was? Wer unten ist, kommt über der Eckweg nicht mehr hoch. Ach, ja. Der wird jetzt dicht gemacht. Ist irgendwer gerade nach unten? Wie willst du den denn dicht machen? Ja, zurückkomme. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Ich mach Foundations und zieh noch vorne Ceilings weg, dann komm schon nicht drüber. Muss ich erst das wegmachen. Von unten. Ich hätte da einfach 20.000 Holztore hingeklatscht. Nö. Ich mach sowas Ekliges, das ist viel schwerer zu überwinden. Ah, verdammt. Vergessen die. Also, hast recht, bitte Holztore, das mache ich auch noch. Will ich durch Sprengkraft, wo sie auffressen. Alter. Wir müssen dann halt mit der Teleporter arbeiten, um rauszukommen. Oder rein. Ja. Ah. Ist jemand schon am Farmer, am Fleischfarm? EG. Letzte Mal, soll ich das machen? Ja, wieder ein Vergnügen. Wir haben noch drei wichtige Sachen so nebenbei. Die Base muss unterhalb gesichert werden mit Fence und Wall. Und Fleisch muss gefarmt werden und das Schwein muss geforce-feedet werden. Und Munition. Das ist eine, wie gesagt, das war eine Nebenaufgabe. Ja, da haben wir Munition noch als eine Nebenaufgabe zu der Hauptaufgabe. Oh, Jesus fucking. So, Nutella macht gerade Schwein, ne? Schwein war ich gerade dran, ich habe auch gerade wieder ein bisschen geheilt. Ich will aber jetzt erstmal die Base absichern, danach werde ich das Fleisch holen, weil es keiner macht. Und danach force-feed ich wieder das Schwein. Komm, Ken, wieder zu heilen. Okay, irgendwie ist uns Gunpowder ausgegangen. Ich bin schon dabei, die Zutaten. Ja, das kommt davon, wenn man so viel Munition herstellt. Ja, wir brauchen ja auch die Munition. Ja, ich sag's ja. Okay, wir brauchen ein bisschen Steine und Flint. Alles klar. Apropos, mein Equipment müsste noch unten drin liegen, das hol ich gleich mal. Na, aber jetzt kann man am Brunnen schon nichts mehr saugen, oder was? Ja, der ist irgendwie im Arsch jetzt. Na, so Dauerspam. Einfach Dauerspam, dann geht's irgendwann. Ja, da kannst du nur uns in den kannst die Leitungen auch unterbrechen, weil die Pflanzen haben eigentlich genug Wasser drin. Die Pflanzen bringen uns eh nicht. Ja, weil sie nicht auswachsen. Die bringen volle Kanne was, aber sie wachsen einfach nicht aus. Da hat Bibi wieder voll verkackt. Moment, wie lange brauchen die zum Wachsen? Scheinbar viel zu lange. Nee, die liegen bestimmt schon 2 Stunden. 6 Stunden. Das ist also so lächerlich. Werden die gar nicht mehr wachsen. Ja, deswegen unterbrich's, mach diese eine Leitung hier weg. So, jetzt füllt sich auch der Ding, jetzt füllt sich auch der Brunnen wieder. Aber davon abgesehen, es hat gerade geregnet, wir müssen normalerweise jetzt eh wieder voll Water haben. Wir sind nicht annähernd so weit, wie ich wollte, dass wir sind. Also ich weiß ja nicht, wie du gesaufen hast, aber ich kann nicht trinken. Du musst eh gedrückt halten, ne? Dass die Option dafür kommt. Ich würde sagen, wir vergessen das mit den Turrets außerhalb mal ganz schnell wieder. Wieso? Schaffen wir nicht mehr. Weil dann hat wirklich jede Turret in der Base nur 100 Schuss, die sind so schnell weggezogen. Das ist viel zu wenig. Genau. Ja. Der Paraseer braucht ja schon ein höllisch viel. Dann lieber die Turrets. Hat der Para? Hat der jetzt 500 pro Turret oder was? Nein. 150 ist das Maximum, wenn überhaupt. Ja, es sind auch gut 25 Turrets weggekommen, also, ne? 9 Stück hab ich ja gesagt. 15 Stück sind weg. Ja, 15. Und ich fall natürlich wieder runter. Okay. Lass mich produzieren.
gucken, wie wir auf diesen Vorsprung kommen. Aber auch arschknapp am Rand gebaut, ey. Ich kann da kaum entlanglaufen. Wieder einmal außen rum. Also die erste Wall ist schon gebaut. Also unsere Hauptdefense bis jetzt ist der Fahrer. Oder was? Von den Tieren, ja. Wie gesagt, ich mach da unbegehbar. Wer ist denn da? Rex, was machst du gerade? Jason? Auf dem Fahrer ist ja ein Level. Lass es, der ist schon weit genug. Tu Ding, besorg bitte das Fleisch, ich kann nicht alle drei Sachen auf einmal machen. Okay. Was soll ich los? Irgendein Fleischfresser. Du kannst ja kleinere Tiere looten. Hauptsache wir kriegen das Fleisch ran. Nimm den Raptor. Ja, genau. Okay, was brauchen wir im ehesten? Turret-Muni, Raketen-Muni, Sniper-Muni, was? Turret-Muni. Sniper-Muni habe ich eigentlich genug hergestellt. Und Raketen-Muni. Okay. 30 Minuten ist noch ein bisschen Turret-Muni. 30 Minuten ist der Timer. Warte, wir haben fast überhaupt kein C4. Wir brauchen das, wenn wir Stego-Taktik machen wollen. Also dann ist es ja... Oh, scheiße, ja. Ich mach jetzt erstmal C4. Oh, geil, ich bin aufgekommen. Wahnsinn. Oh, halt, und jetzt falle ich wieder runter wegen einem Leck. Nur am Fresse und Saufen. Wahnsinn. Ja. Was? Wie, hä? Achso. Ja, wieder da. Wie lange haben wir jetzt noch? Halbe Stunde. 30 Minuten. Dann ist die Session vorbei, oder was? Dann ist die Aufbauphase dann vorbei. Dann ist die Aufbauzeit rum. Ja, aber... Okay, wir haben kein Poly mehr. Das war's mit Raketen und Sachen Munition. Gut, ich geh schnell mit dem Terizin und ein paar Viecher kloppen, okay? Mal. Ich guck erstmal, ob ich noch Poly finde. Zweifel ist zwar, aber... Haben wir den Chainsaw da, dann brauche ich die ja, schnell. Ja, geh. Hab ich schon, Alter, pack diesen Stego weg, dieses Mistvieh, die, ich schlachte es ab. Ist Sora eigentlich standardmäßig gelockt oder muss man die Pincoden hier auf dem Server? Was der Pincode? Pincode. Gut zu wissen. Rennen. Warum, wann ist denn die... Hab keine Zeit. Halbe Stunde oder was? Und dann wird zurückgesetzt. Ne, dann ist safe und dann geht die Battlephase los. Gegen wen battlen wir? Ja, gegen unsere Nachbar. Okay, ich freue mich schon drauf, ich hasse diese Leute. Wer ist das überhaupt? Anstandlos. Klasse. Mach die weg. Die müssen zu rennen. Ja, gegen wen wollt ihr spielen? 180er Stego, jugendlich, aber den wollt ihr ja nicht, also von daher. Ah, das spielt auch nicht. Ja, gut. Das hätten wir nicht einmal zu Anfang der Session hätten wir das geschafft, ihn auswachsen zu lassen. Alle Minuten. Ja, okay. Oh Gott, nee. Es ist auch ein Scheiß, direkt mit Fans Foundation zu bauen. Nix snappt richtig. Boah, das ist ein gut. Yay, yeah, ich kann Raketenturret bauen. Brauchen wir nicht, genau. Hallo. Oh. Oh! Yay! Yeah, oh! Ich stuck in allen Viechern. Ich distanziere mich von sämtlichen Aktionen meines Trucks. Was? Ja, das davor. Irgendwer hat gemerkt, dass die Stargate-Campen betreiben, also Teleporter. Er gibt es gerade zu. Ja. Ja, wenn du dich distanzierst, dann geh doch bitte aus dem Trap raus, also ernst. Bottle. Naja, für ehrenvoll ist das nicht üblich. Oh, wahrscheinlich ist das ein ironischer Treibhammer. Okay, ich muss gleich mit dem nächsten Tier los. Das erste Tier ist schon fast tot. Dann solltest du es vielleicht mit Halbpfeile oder brauchen wir den nicht? Ja, brauchen wir. Das bringen uns die Compound Bows nicht. Ja, ich sag ja nicht. Da brauchen wir ja nicht wirklich viel, dann eigentlich gar keine Gunpowder. Ja, dafür brauchen wir Polymer. Es sieht zwar nicht schön aus, aber es wirkt. So, wir brauchen dringend noch weitere Fleischfarmen.
Wir können dann zusammen losgehen. Ich muss jetzt eh nochmal nach oben kommen. Das erste Vieh ist schon halt tot. Oh nein, da ist ein Rex. Ein Wilder? Du solltest jetzt die Viecher nicht komplett tot kriegen, ne? Ja, weil wir müssen die auch irgendwie wieder hochheilen. Ja, genau. Da kann ich nichts für. Ich war im Wasser und war zwischen 3-4 Viechern festgebackt. Ja, dann guck, hier sind übrigens noch 300 Primären. Ich bin ein Terror-Bird, damit komme ich schneller weg. Ente? Du hast es gesehen. Hm? mit welchem Tier will ich noch besten? Ich nehme den Terror-Bird. So, ich hab noch eine Zwerg-Wall gebaut beim Krieg. Anderen Raptor. Die müssen also nur durch zwei Walls durch. Gut. So, die Brücke. Hoffentlich schaffe ich die Brücke noch. Da hat man nächste Session immer noch Zeit, sich aufzubauen? Also halt dann wahrscheinlich. Wieder, das, ja. Die Sache ist, ab dieser Session läuft der Reset. Das heißt, jedes Mal, wenn 2 Stunden rum sind, wird alle Aktionen auf 2 Stunden zurückgesetzt. Okay. Wie kommt man jetzt da hoch? Wo hoch? Ja, wieder hoch zur Base. Du bist im Knickweg, richtig? Da kommst du da hoch. Drumherum. Kommst du gar nicht, und setzt einen Teleporter und geht durch. Nein, du kommst nicht mehr da hoch. Das hat vorhin Impi gesagt. Ich hab keinen Teleporter. Warte, du? Doch, schon, ja, aber... Wieso hast du jetzt wieder nicht gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Wo ist dein Teleporter? In der Base, ich hab keinen Teleporter. Ja, wo ist denn der in der Base? Ich hatte nie einen. Du hattest einen, ich hab dir sogar noch einen gegeben. Was hast du gemacht? Habt ihr denn nicht auch oben von Schwein? Nein, dann wohl nicht, weil Jason das nicht gemacht hat. Das ist äußerst schlecht, Jason. So, ich geh, ich mach. Wenn ich rippe, dann, ja. Wenn es gibt einen Weg, wo du entlang gehen könntest. Da müsstest du unten durchs Wasser, dann rechts ins schwarze Gebiet einbiegen und dann kannst du zur Brücke hoch. Ja, mach ich jetzt auch. Bett. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo ich bin bei dem Teleporter. Ich glaube, wir sollten unsere Farmbase noch abreißen vorher. Das ist nur unnötig viel Deckung für Feinde. Jo. Jetzt mach mal gerade einen 5 Minuten davor. Oder 10. Wenn der Feind Mensch zwischen unsere Forges zu verstecken, dann rotzt sich auf unsere Forges. Ja, aber unsere Turrets rotzen mit drauf. Ja, aber wir. Die rotzen dann einfach alles. Obwohl, weg. Nee, es ist schon irgendwo gut, weil die werden da reinrennen, die werden sich darin verstecken und die werden zu Tode brennen. Und außerdem verballern so Munition, wenn sie dann hinballern. Wir kriegen jetzt 2 Strafen, weil wir unseren Kick gesetzt haben, ne? Wahrscheinlich kriegen wir. Zum Glück nicht die, was ihren Namen geändert haben. Wieso unser Cube steht? Hab ich jetzt das Megalozeros und nicht den Rad? Wieso? Cube steht doch, Alter, was ist denn los? Ich gedrückt und F12, dass wir den Beweis haben. Obwohl, nee, vielleicht könnt ihr es nicht im Log nachweisen. Moment, ich weiß, ich hab hier Videolache, ne? Normalerweise. Hübscher Timecube, alles klar, da ist unser Timecube. Ne? Tag 89 und Uhrzeit ist 7 Uhr morgens, also und der Timecube steht rechtzeitig. Alles klar. Kann sein, dass ich gleich unten im Canyon lande. Ja, ich lande unten im Canyon. Wow. Ja, ich renne jetzt hier halt total blind durch die Gegend. Ich bin hier gerade auch halt tot rum. Eigentlich ja. Haben wir ja schon ganz gut Turrets so an der Base. Hat ja, derjenige mit dem Terry also Fleisch. Und ich habe keine Ahnung, wie ich... Beim Terry ein bisschen Fleisch, ja. Rum. Ja, du dann bitte gleich in den ins Schwein rein. Ich hab auch Pauli mehr dabei. Ich lauf gleich in der Base rein. Ich bin gleich bei unserem Gegner, da muss ich vorbei. Ich hab nicht viel dabei, helft mal bitte das Terry auszuladen. Das. Oh, das ist so scheiße, diese Baggerei, ey. Ich hitte keine Gegner, aber die hitten mich die ganze Zeit. Komm ich aus dem Canyon wieder hoch? Ganz wieso bist du jetzt in den Canyon? Ich habe dir eine Wegbeschreibung gegeben, die dich locker gerettet hätte. Ja, dann bin ich dann. Es ist komplett andere Richtung, der Canyon.
Ich höre nur den, den kleinen Wasserfall in Wasser vom Kellen. Alter. Servalex, Liebe. Hm. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen für jeden Waffen, Munition, Rüstung. Aber wo holst du das Polymer rein? Pack's in die Fabs. War ein bisschen was rein. Ich. Hätten diese Abwehrmauer, die du hier gebaut hast, geht uns mehr auf die Nerven als den Gegnern im Endeffekt. Wahrscheinlich. Also man kommt da halt hoch, aber es ist abfuck. Vor allem, wir können nicht über unseren Spot verlassen, das wisst ihr, ne? Doch, verlassen können wir. Mit kleinen Tieren, ja. Ja, mit großen auch. Ja, Teleporter halt, Mann. Ja, da müssen wir halt dann irgendwo hinstellen. Ja, wir sollten vielleicht doch mal einen Teleporter dauerhaft irgendwo außen hinstellen. Also ja. Wie komme ich jetzt aus dem Canyon wieder raus? Wo bist du? Mitten im Canyon. Bin ich. Ach, mir reicht das jetzt ein Teleporter. Lauf auf anderer Seite raus, am besten dort, wo die schwarze Zeit ist. Ich glaube, das hilft ihm nicht. Ich glaube nicht, dass der weiß, wo die Aufgänge sind. Ich glaube, das ist das Problem. Das muss ich gestehen, weiß ich auch nicht. Ich würde einfach Ich kann es dir nicht beschreiben, weil es gerade nebelig ist. Hier unten ist alles frei. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Gott, wie sind so viele. Jason, es ist halt schwierig, dass du dich jetzt verlockt hast, wenn es so knapp in die Zeit ist. Das heißt, du bist bei jedem Raid, bist du erstmal in Buxtehude. Oh nein, ein Spino. Oh Mann. Alter, wer hat denn meine Chitin-Rüstung geklaut? Chitin? Ja, ich hab, okay. ich hab mir meine Rüstung vorhin separat gelegt, weil ich doch in die Highlands gegangen bin. Ja, irgendjemand hat sie jetzt wieder rausgenommen. Das da unten nutzt sowieso keiner, habe ich mir die genommen. Ich leg sie dir oben nicht wieder. Ja. Ja, da steht was von. Kann jemand ein paar Sets Flak machen noch? Oder haben wir schon? Haben wir schon Flak, oder? Flak-Rüstung haben wir, glaube ich, nicht auf Lager. Dann macht das jetzt noch schnell jemand. Ja, wie viele Sets soll ich denn machen? 3 pro Mann? Ja. Fleisch haben wir da oder haben wir nicht? Das sind 24 Teile, oh Gott, wir haben kein Fiber hier. Okay, warte, ich hab ein paar tausend dabei. Okay, hier in die Rechte. Wie sieht's aus mit Turrets? Soll ich nochmal 14 Turrets machen? Nein, wir brauchen nur noch Munition, weil Turrets brauchen mehr Metall. Wir haben Munition. Könnte vielleicht jemand mit einem Teleporter nehmen? Warte, nicht nein. Nehmen sollen Raketen. Nein, Jason, geht Zeit. Brauche auf jeden Fall im rechten Smithy mehr Metall, sonst kann ich das Zeug nicht herstellen. Dann such dir was raus, in den Tresoren ist vielleicht noch was oder so. Ja, ich habe immer die Hälfte vom rechten. Also im Tresor, warte mal. Räumt die Forges unten aus, die sind alle wahrscheinlich rappelvoll. Nein. Ein bisschen was müsste drin sein, aber ich habe die eigentlich immer regelmäßig. Ich habe die Serie ausgeladen. So, wo willst du Faser nicht mehr haben? Oh, ich habe einen Aufgang gefunden. In den rechten Smithy. Okay. Ich mach grad vorne die Brücke zu, ne? Da kommt Jason gar nicht mehr hin, richtig? Wahrscheinlich. Ja, darfst du nicht runterfahren, sorry. Ah, ich hab schon eine Methode gefunden, wie man auf der normalen Seite reinkommt. Also, wie wir auf der normalen Seite reinkommen. Immer auf die Treppen jeweils einen Teleporter setzen, sich zur Base teleportieren, wieder zurück teleportieren, wieder eine Treppe höher und so weiter. Auf was hast du jetzt unsere Base gesetzt? Wundervoll. Jetzt mal die Frage. Noch gar nicht. Gleich da. Moment, die haben alle keine Munition. Und sonst was. Ja, doch, die haben 100 Munition, aber mehr auch nicht. Haben die und eingestellt? Nein, sind noch nicht. Wie willst du die eingestellt haben?
Okay, vielleicht bin ich tödlich, weil hier die Base ist. Unstoppable. Also. Alle auf weit. Vielleicht komme ich hier am Rand dann auch irgendwo an. Naja. Du musst nur den blöden Canyon hoch. Es ist scheißegal auf welcher Seite. Schau den zwei weit analog. Und dann in Richtung schwarzes Gebiet. Wow, wir haben halt echt keinen Plan mehr, Alter. Ja, mach ich ja gerade, aber hier ist eine Base. Man merkt schon, dass die ganze Fortress fehlt. Ja, wow, jetzt rückt hier jemand rum. Oh nö, hier ist eine Base. Bist du oben im Canyon? Nein. Wo bist du dann? Ich würde runter, wieder. Alle auf Only Survivor, ne? Was ist mit Mounted? Nachher wenden die genau wieder den Stego-Trick an. Ja. Ja. Wir müssen mit unserem Rex zu Stego. Und mit dem Paracer müssen wir dann eher Stegos. Deswegen habe ich das Geschütz drauf gebaut. Also die Turrets. Dass man genau der Reiter hitte kann. Also die Turrets rein wieder als Raketen- und Spielerabwehr. Und sonst gar nichts. Mhm. Okay, ist klar. Aber ich weiß, wie man. Und er könnte noch irgendwie mir beim Turrets einstellen helfen. Bug im Mensch, der nicht runter. Also ich würde es nicht komplett schaffen. Oh. Ich muss vorne die Brick machen. Alle auf Only Survivors. Ja, alle auf Only Survivors sind ein paar halt übrig, ne? Mittel. Von der Entfernung. Aber der Großteil. Fuck, voran die sind jetzt schon wieder. Metall. Ich kann kein Metall nehmen, Lee. Ja, weil er voll ist. Wir hatten jetzt die mit. Oh. Ich brauch die. Da hast du nice Metall. Erzählen brauche ich noch. Gut. Fun, das dauert jetzt. Das hättest du ruhig in der linken machen können. Ich hab leid, der andere Scheiß. Wo sind die ganzen Waffen und so? Trotzdem rausnehmen können. Brauch nur ein minimal Metall. Du brauchst ja nur minimal Metall, so wie es aussieht, von der Menge her, die du da gerade herstellen möchtest. Nimmst dir gerade ein bisschen was raus, gut, dann löscht. Zement raus, Zement brauche ich eh nicht, und gehst an die linke ran. Sieht's aus? Ja, löscht dann. Wollen wir noch schnell Flame Arrows machen? Mach. Kann man Propellant lernen? Ah ja. Okay, wo haben wir Kaktus-Sap, Öl und Sulfur? Einer muss noch Sulfur holen, schnell. Sulfur fällt. Ich bezweifle, dass das was wirkt. Wir haben 10 nach. Ja, vergiss es. Was? Warum? Ich hol schnell Sulfur. Okay, du hast 20 Minuten, wenn überhaupt. Ja, ich bin in 2 Minuten wieder da. Bereitet alles im Rechten schon mal vor. Öl, Kaktus, Sap, alles rein da. Macht das irgendwer? Ja, das muss jetzt irgendjemand machen. Ist doch scheißegal, wer. Der Herstellung fehlt mir die jetzt Brücke. Noch, ja. Ey, diese Stegos, ich bin bei der Brücke vorne. Ich erreg mich manchmal so hart auf. Macht jemand das Kaktuszeug? Ja, wir müssen es suchen. Ich hatte doch eigentlich mal was mega viel mitgeholt. Ja, irgendwo habe ich auch mal was gesehen. Entweder in, ich glaube sogar in Chemisten. Muss halt jetzt einer machen, Alter. Ich kann jetzt nicht alles machen. Okay. Okay, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Also, okay. Ist das mit den Kaktus? Kriegst du die Ding oben eingestellt? Also die Dinger oben eingestellt? Schaut doch einer bitte nach dem Kaktus-Sap. Es sind so viele Leute in der Base und keiner will es wieder machen. Ein bisschen Kaktus-Sap müssten wir noch haben. Wie gesagt, ich bin besetzt. Ich glaube, ich habe einen Aufgang gefunden. Jason hat sich verirrt. Wo haben wir einen Vault, in dem genug Platz ist, damit ich die Rüstung rein tun kann? Ein Schrank ist ziemlich leer noch, der ganze Ding, meine ich. Nehme ich jetzt direkt. Kann ich das Chitin nicht einfach rauswerfen? Mach ich doch schon. Jason, schaffst du es noch zu der Base? Wenn nicht, mache ich zu. Wenn da jetzt gleich nicht wieder eine Base steht, dann. Ja. Töte den Raptor, spring irgendwo runter. Hast du oder lass den Raptor. Ja, geht nicht anders, ich mach zu. Töte dich einfach, scheiß drauf, das ist besser, du musst zu der Zeit in der Base sein. Mit einer Sniper und alle. Ist doch egal, Mann. Ey, weißt du, wie viel Sniper wir haben? Scheiß drauf, scheiß mal, es hängst irgendwo, wo es keiner findet. So retarded. Du rennst halt eine Viertelstunde rum und hast keinen Plan, wo es zur Base hochgeht. Okay, ich mach jetzt da das Schild weg, okay?
sehe von hier aus insgesamt 4 Aufgänge. Ich frage mich echt, wo du rumrennst. Ja, ich bin gerade oben, also ich komme gerade zu Laufen. Ja, ist egal, jetzt kann ja eh keine mehr. Aber von welcher Seite aus? Brücke. Okay, gut. Also, Impi hast gehört. Brücke ist dicht, ist dicht. Ja, gut. Er kann aber seitlich durchspringen, glaube ich. Nein. Dann springst du einfach. Ich kriege schon rein. Ich habe einen Telefoner dabei, ne? Dann muss irgendwie anders um die Tür weitermachen, dann mache ich das. Nein, du bleibst oben. Impi, der hat einen Raptor, der kommt da durch, oder? Wenn du musst, das ist das Ceilings. Wenn auf Money hat, oben rein. Das ist mir egal, schau mal. Das ist eine Kante, du kommst schon nicht drüber. Kaktus-Sap. Ich wollte Rampole gehen. Ich hole noch. Ich komme mit dem Sulfur jetzt heim, hol noch schnell Kaktus-Sap und craft noch schnell. Nee, lass, ich mach einen aus Holz. Hast du Zeug dabei? Ich. Oh, scheiße. Wir haben ja gar keine Bäume mehr. Ich hol's. Schaut mal, ob wir noch Kaktus-Sap haben. Mehr Handkaktus-Sap. Ja, wo? Also, ich hab's gesehen. Smithy, Fabrik. Also, haben wir da. Ja, wir haben auch. Ich hab's gesehen, ich weiß nur nicht mehr wo. Kaktus auf 20. Ich guck mal. Alle Schilder weg. Ja, Schild ist schon weg. Unseres ist schon weg, keine Sorge. Schnell, Rex, oh, mach hin. Oh, jetzt es wieder. Ja, vielleicht da, ich bin gerade an unserer Nachbarbase. So, zwei Turrets haben noch nicht mal Medizin. Ja, go, go, go. Fast. Ja, ich bring gleich hoch. Einen Moment. Ich hab noch 5 Minuten Zeit. Oh nein, da sind Gegner. Scheißegal, renn. Zick, zack und Speedrun. Okay, ich bin an der Brücke. Ich bin gleich an der Brücke. Ich sehe das schon. Ganz, ganz nah. Impi muss noch mit der Rampe kommen. Ich komm. Ich bin mit meinem Charakter hochgekommen, Digga. Zeig mal wo. So, haben wir noch irgendwo Turret-Munition? Ja, ich bring sie gerade hoch. Okay, also dann zwei Turrets, wo noch nicht mal an. So, ich bin angekommen. Ich habe bis jetzt 20 Kaktus-Saft gefunden. Du musst das zwei lang machen. Schaff ich nicht mehr. Also, go, go, go! Rex, beeil dich, die Rampe steht. Ich weiß nicht, wo das hin ist, aber 20 habe ich gefunden. Mach die Tür zu. Okay, welche Tür jetzt brauchen noch? Oh, danke. Die da, wo in der Nähe, genau da. Komm, ich reiß ab. Was? Trotzdem, das da, wo du gerade warst, ich komm gerade hoch. Also, ran da. Alter. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Weg. So. Hast du diese Seite hier, die schwarze Brücke? Gleich da. So, und dann einfach alle anderen ein bisschen auffüllen. Ich gebe jetzt erstmal. Am besten vielleicht nicht die hier hinten auffüllen, sondern die auf der anderen Seite. Ja, also jetzt haben alle, meinst du? Ja, jetzt haben alle. Diese Ecke würde ich ein bisschen jetzt noch voller machen, ne? Ja, die linke Ecke sowieso. Und halt diese Ecke, weil das ist die, wo hauptsächlich angeredet wird. So, rauskommen der Tür, ich hab Sulfur dabei, gleich ausladen, weil ich gehe gleich weiter und hol schnell Kaktus-Sap. Ey, du hast keine Zeit mehr. Du hast keine Zeit mehr. Vergiss es. Ja, doch, dann bist du nämlich jede Session wieder irgendwo am Arsch der Welt. Also vergiss es. Lass es. Dann haben wir es eben nicht. Normale Compound Bows reichen auch. Nein, reichen nicht. Dampfpfeile machen 800 Schaden pro Schuss. Ja, es bringt dir nichts. Ja, dann bist du jedes Mal irgendwo am Arsch der Welt. Dann muss er halt während der Sessions farmen. Ja, machen wir es während der Sessions. Scheiß drauf. Stimmt. Aber ja. Jetzt kommst du in die Base. Längst da. Warum frisst das Schwein nicht, obwohl es Fleisch hat? Weil die Nahrung fertig ist, du musst erst hochfeeden. Ja. Der Nahrungsbalken muss erst voll sein. Deswegen haben wir ja Fleisch besorgt. Es frisst nicht von selbst. Dauert halt, es frisst langsam wie die Hölle. Es frisst Arsch langsam, deswegen muss man es ja forcefeeden. Deswegen sollte ja das Fleisch besorgt werden. Ja, es hat ja drin genug. Ja, du musst dich drauf hocken und forcefeeden. Oh ja, das ist gar nichts. Waren wir mit dem Rex unterwegs? Ah, jeez. Das habe ich gerade rausgenommen. Das, was ich überhaupt ist vom Rex. Oh, ich habe hier was gefunden, noch ein Kaktus. Mein Raptor, der hat noch ein bisschen was. Wo ist denn der jetzt? Warte mal. Nice, 102 Propellant. Warte. Kann ich herstellen und einmal kriege ich 6 raus, heißt. Hier in dem scheiß Frosch ist noch Fleisch drin, die Hölle. Nice, Pole. Wir können 600 Flammpfeile machen. Gut, Gabe. Verbehält.
Aber ich nehme jetzt einen Sniper hier, Munition. Wir sollten uns noch ausrüsten. Ich mach noch eine Titan. Compound Boss. Ich bin ausgerüstet. Ja, wo ist jetzt die ganze Rüstung, die irgendjemand gemacht hat? Das ist nur. Haben wir Silencer für die Sniper? In dem rechten Smithy, links und ab damit in den linken. In die linke. Weiß schon. Pole, was? Haben wir Silencer für die Sniper? Nein. Wo stellt man alle Steinarrows noch her in der Zeit, wo er jetzt nur rumsteht? Wo ist die restliche Rüstung für andere, also andere Rüstungsset? Rechts ist wie lang noch? Linker Bolt ist, er wird's gelagert. Ja. Oh, ey! Ich hasse diese Switcherei. Jetzt ist natürlich die Produktion beendet worden, ich weiß nicht, auf wie viel es war. Ach, wir haben keinen Flint mehr in der Base, willst du mich verarschen? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir brauchen noch 9 Helme. So, wie viele Raketen haben wir eigentlich inzwischen? Haben wir jetzt was? Ich habe immer mal wieder angeschmissen, wenn ich welche gesehen habe. Okay. Weißt, wir haben ein paar. So 100 müssten wir haben, knapp. Ja, C4 und ist wichtiger. C4. Reicht 50 nicht? Mach schnell noch mehr. Ja, mach mehr. Mach mehr. Heißt. Leg die ganzen Pfeile, die ich jetzt crafte, gleich in die Chemieband dran, in die rechte, wo jetzt das Propellant gecraftet wird. Alle, die noch einen kaputten Raketenwerfer dabei haben, am besten wechseln einfach. Wie jetzt? Ihr habt schon Raketenwerfer benutzt? Für die Dingens unten. Manche haben schon ein, zwei Schuss angehittet. Ich hab nicht mal einen Raketenwerfer dabei. Ja, du hattest auch einen. Solltest du ihn noch haben, dass du ihn Ja, ich hab wieder einen. Ja, mach den Raschitin. Spreng nicht die Base in die Luft. Das ist gleich World Safe und Pole macht das gleiche wie auf dem Ding auf dem Valhalla. Nein, weil er dreimal saved. Ja, aber du hast dritte zählt. Ja, genau, deswegen. Müssen noch mehr Arrows herstellen. Wollen wir noch ein paar normale Fallen im äußeren Ring machen? Er hat schon gesaved. Also mindestens das erste oder zweite Save ist schon durch. Also wir haben schon halbwegs Bahn bei dem Stein, würde ich sagen. Lass mich durch. So, jetzt wird gleich gesaved. Drecks, ganz. Echt, der hat geslowt. So ein Lappen. Na klar, muss ja sein. Ihm ist wahrscheinlich eingefallen, dass er das die ganze Session über kaum gemacht hat. Würde ich zumindest behaupten. Das ist jetzt lächerlich, dass der jetzt noch slowt. So, Hat jeder ja. Rüstung und so dabei? Nein, ich habe gar nichts eine Rüstung dabei. Aber wir haben einen Sniper halt. Wo sind die ganzen Rüstungen? Im letzten Tresor, da wo ich gerade dran stand. Geh weg. Platz. Ja, ich musste kurz wir haben machen. So circa 150, vielleicht 200 Raketen und circa 80 C4. Ole, beeil dich, ich muss mir auch noch eine Flagge holen. Ich hab jetzt die zweite rankommt. Noch geholt. Wo ist das gleich nochmal? Letzter Tresor, da wo alle dran stehen. Das mit die durch noch vorsitzt, haben ein paar Waste. Alle zusammenstellen, rein. Alle zusammenstellen. Die Käse ist jetzt rechts dran. Krobbebild, du hast eine Rüstung. Sniper in die Hand nehmen. Was für eine Sniper? Nein! Ich hab auch gar nichts. Ente, komm her! Hol den hin! Bin ich doch. Oder wer ist das? Wer ist denn das da hin? Nutzella. Nutella! Was laberst du denn? Ich hab doch noch gar nichts. Ja, jetzt komm! Ja. Fuck off, ich hab keine Waffe. Egal. Ja, ich auch nicht. Geh mal rüber zu Ende. Ich hab dich. Okay, Batsch! Dankeschön! Good night. Rakete werfer abdrücke! Nein! Das wäre jetzt geil. Alter, der wird dir sowas von geflogen. Aber ich kann euch noch sagen,
wenn wir alle gleichzeitig den Yay, schneller! Genommen hätten und abgedrückt. Hätte euch alle umgebracht. Jeden nacheinander. Qualvoll. Und das Schild ist weg, ne? Ja. Ja, warum habt ihr das Schild aufgehoben und nicht gedingst? Ja, ja und nicht zerstört? Keine Ahnung. Da was dauern. Kannst du ja nächstes Set machen. Du kannst Enemy-Sätze. Ja, aber das Material hätten wir verwenden können. Das hat er sogar angesagt. Ja, verpeilt halt. Na egal, das müssen wir halt jedes Mal neu zerstören. Wir können es doch nicht mehr. Du kannst nicht Sätze, du kannst nicht inreisen. Ja, ist ja egal. Ist jetzt vorbei für heute? Ja. Ja, deswegen ist der Server down. Ne, der wird nächstes Mal alle 2 Stunden down sein. Also. Ja. Nee, dann sieht man die Charaktere. Wie machen wir das jetzt überhaupt? Was? Sagen wir gehen konstant Naus und Attacke. Ja, muss ja. Oder wenn einer von der Base schreit, dass man zurückgeht. Ja, einer bleibt drinnen. Der was am wenigsten, der was halt so brutal weit geskillt hat, genau, Ende. Und ja, bitte. Dafür fehlt sie halt überall anders. Und eben, dass die anderen dann den Angriff machen. Wir können auch genauso gut. Wir gehen halt da nicht zurück, wenn der Angriff auf uns geht. Doch, sonst verlieren wir. Einer kann verteidigen. Nein, Scherz. Also wenn wir jetzt gleich. Kann ich AFK haben, den ganzen Rest des Projekts. Cool. Nein, eigentlich muss keiner in der Base bleiben. Wir können auch immer zwischendurch mal kurz in den Zweiflock gucken. Ja, ein paar Wachdodos auf aggressiv stellen. Hätten wir denn welche? Ja, also insofern in Pfeifler gucken. Also Ende, du bist dabei, wenn man unsere Nachbarn, also das ist das erste Ziel. Stellt doch einfach irgendein Dodo oder irgendein Vieh, was wir nicht brauchen, genau hinter ein Tor und so eine Rakete drauf schießen, dann geht das kaputt und dann wissen wir es. Noch auf aggressiv, dass es nervt. Das erste, was passiert ist, dass Sarudi und ich das erste Gate in die Luft jagen, beide Rocket! Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, genau, wenn wir erste Session geradet werden jetzt, dann müssen wir nicht verteidigen. Dann können wir genauso doch angreifen, wenn die uns raiden, bevor wir einen Punkt machen, dann verlieren wir keinen Punkt. Nee, das stimmt nicht. Nein, es kann sich jeder Punkt bei uns. Ja, holen. Aber es kann sich keiner, wir können keine Minuspunkte dadurch kriegen. Wir kriegen ja einen halben Punkt Minus, wenn. Wenn wir uns auch selbst raiden, wenn wir 0 Punkte haben, dann. Nein, wenn wir 0 Punkte haben, können wir nicht Minuspunkte kriegen. Das wurde ja extra so gesagt. Also wenn wir am Anfang direkt geradet werden, dann können wir uns genauso auf jemand anders konzentrieren. Das würde außerdem nicht funktionieren, Paula. Wir bräuchten 20 Sessions dann. Gut, machen wir doch Cut. Es war mir wieder eine Freude, mit euch zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Das war's wieder mit dem Imperium. Möge die Macht mit euch sein. Ja. Yeah. Gespielt habe ich mit Nozilla. Servus. Der Pole. Servus. Sarudin. Yay. Captain Rex. Hi. Ente. Betonente. Gude. Mit mir? Habe ich jemanden vergessen? Ich. Ja. Da war ja noch am Anfang ein Fische und der Raumfahrer. Hoppla. Hallo. Vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.